Hallo und herzlich willkommen zu Anno 2070. Na, seid ihr wieder mit dabei hier? Ja, im Endlosspiel? Ja, ich glaube schon. Ich bin auch wieder mit dabei und fasse noch mal kurz zusammen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben hier unser, ja, wie heißt das Ding? Ozone Maker Station. Die haben wir gebaut und die treibt hier unsere Ökobilanz deutlich in die Höhe. Die ist jetzt im Plus, auf Plus 27. Das ist super. Da machen unsere ganzen Farmen hier sogar ein Plus von 13%. Das ist schön. Das finde ich gut. Auch die T-Farm? Auch die T-Farm. Sehr gut. Das finde ich gut. Das heißt, unsere Produktion da ist erstmal gesichert. Jetzt müssen wir gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Das sieht alles gut aus, das sieht alles gut aus und das sieht auch alles sehr gut aus. Also die haben genug Zeug, sind alle soweit zufrieden. Lifestyle, ja, da müssen wir dann langsam mal gucken, wie wir hier die 3D-Beamer bauen. Es gibt hier gute Tage und weniger gute. Hier gibt es nur gute überall Tage. Sonst auch. Was ist hier schon wieder los? Irgendeine Aktie übernommen. Das ralle ich ja alles noch nicht. Gut, ist aber auch nicht so wichtig. Warum hat der noch Bauzellen gelagert? Müssen wir die mal nach unten bringen? Ja, hier sind eigentlich noch genug Bauzellen, aber nicht mehr genug Glas und nicht mehr genug Werkzeug. Das können wir gerade mal runterbringen. Hier, Werkzeug, 40 und Glas nehmen wir alles mit. So, das bringen wir alles mal runter. Ja, unsere Bilanz ist soweit positiv. Und Geld haben wir ja knapp 50.000 Credits. Das ist alles in Ordnung. Ja, jetzt ist auch langsam die Frage hier mit dem... habe ich das schon gekauft letzte Folge? Bin nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, hatten wir gekauft. Hier die Techs, die haben wir jetzt auch. Die können wir auch bauen. Da ist aber die Frage, ob wir die auf die gleiche Insel packen. Was ich... Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde das... Weiß ich nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Ich weiß halt auch nicht, wie viele wir davon dann letztendlich brauchen von den Techs. Ob das genauso eine große Siedlung wird, wie hier jetzt unsere Hauptinsel. Oder eben nicht. Und da würde ich sagen, dass wir die hier einnehmen oder so. Und die dann dahin packen. Aber ist vielleicht auch nicht so einfach, das dann einzunehmen. Ich habe hier noch, wie gesagt, in Anno noch nie Krieg geführt. Zumindest jetzt in dem Anno nicht. Und auch in den alten Annos habe ich jetzt auch nicht so häufig Krieg geführt. Und der hat hier auch Flugzeuge und so, ne? Da kann es sein, dass wir da deutlich den Kürzeren ziehen. Das muss also nicht unbedingt sein. Ah, das müssen wir überlegen. Ansonsten, ja gut, die Insel gehört dem jetzt auch schon. Das ist auch nicht so toll. Hier könnten wir vielleicht noch hinbauen. Aber das war ja eigentlich alles Produktion. Ich weiß ich halt nicht, ob das so sinnvoll ist. Tja, das müssen wir alles mal überlegen. Ich glaube, dass wir es vorerst, also jetzt am Anfang, hier hinbauen, wie ich es halt vorhatte, um halt erstmal weiterzukommen, mehr Technik zu haben und so weiter. Und dann können wir später Krieg führen und die dann übersiedeln oder so. Ich muss auch mal gerade gucken, wie überhaupt aussieht hier. Willkommen bei den Barracudas. Alles noch in Ordnung. Wie läuft's? Alles klar bei dir? An sie erinnere ich. Alles gut, alles gut. Die Piraten lassen uns vorerst in Ruhe. So, du kannst mal ausladen, damit hier mal ein paar Leute aufsteigen können. So, ja gut, dann ja, müssen wir uns mal überlegen. Das heißt, wir Techs. Was kann man da überhaupt alles bauen hier? Da haben die, was ist das denn hier? Forschungslabor. Stillt das Bedürfnis nach Aktivität. Aha, also das scheint für die so zu sein, wie für die anderen das Opernhaus. Shelf-Verteidigung, Feinde, greift nur U-Boote an. Gezeitenkraftwerk, muss unter Wasser errichtet werden. Ja, die haben ja dieses Unterwasserzeug hier, die Leute. Möglichkeiten erweitert. Was? Bei den Echos? Was kann man da jetzt noch bauen? Solarturmkraftwerk. Benötigt Heliostate. Erzeugt Energie. 120 Energie, aber auch 120 Bilanz. Das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus, energiemäßig. Da kann man mit reden, wollte ich gerade sagen. Da kann man mit bauen, also da kann man drauf aufbauen, wollte ich sagen. Ja, was haben die denn hier sonst noch? Was ist denn das hier? Achso, das sind Unterwassergebäude. Unterwasser
Produktionen. Was? Diamantenförder. Ja, stimmt. Wir brauchen die ja sowieso wegen den Diamanten, ne? Mal gerade gucken. Hier, Ecos. Hier, die brauchen Diamanten. Scheiße, Diamantenförderanlage. Die kann ich unter Wasser bauen, oder was? Ist doch so, ne? Bewirtschaftet 8 Diamantenabbauroboter. Produziert Diamanten, muss unter Wasser errichtet werden. Benötigt Rohstoffvorkommen Diamanten. Eieiei. Da brauche ich doch so ein. Erstmal so ein Schiff überhaupt, ne? Was unter Wasser dann. Wei. Ja, dann. Pff, Gott, ich bin überfragt, wie das alles geht. Was soll denn. Gut. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, halt mal die Klappe. Wo ist denn hier. Da ist eine Werft. Die können doch bestimmt andere Boote bauen dann, ne? Oder kann ich jetzt schon in der alten Werft bauen? Nee. Das ist die Eco-Schiffswerft. Die, da kann man nichts bauen, was unter Wasser geht. Wo sind eigentlich unsere ganzen Schiffe? Hier ist einer. Aber ich hatte doch mehr, oder nicht? Hier ist unser Kommandoschiff. Hier sind. Ah, hier sind sie. Okay. Dann ist ja gut, dann ist ja gut. Wie sieht es da aus? 57 von 56 Einheitenlimit, also müssen dann auch bald mal irgendwie unser Dorf noch vergrößern. Aber gut, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Techs. Das bedeutet, dass ich hier erstmal so ein Tech Stadtzentrum bauen werde. Und zwar so. Zack. Tech. Da haben wir wieder Zeug verkauft. Ordentlich Zeug verkauft. Tee, Bauzellen, alles gut. Das heißt, wir haben jetzt 52.000 Credits, sehr schön. So, also das ist jetzt, das sind also unsere ganzen Eco-Leute hier. Eco-Arbeiter, am meisten haben wir Eco-Ingenieure. Ach, hier steht jetzt dann auch. Nee, warte mal. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Hast du was Besonderes, Junge? Kann ich noch nicht anklicken, oder was? Müsste erstmal. Ah, stell du dich da erstmal hin. Ich gucke hier mal weiter. So, wir haben genug Bauzellen, haben wir da. Das heißt, Laborantenquartier. Das ist jetzt, hat andere Ausmaße hier, das Ding. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir das bauen. Das hat genau 2, ne? Neue Gebäude zum Bau bereit. Und hier hat es natürlich. Das wäre eine Doppelstraße. Informationen zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. Wir machen das erstmal so. Was? Oh, die brauchen wir noch. Ihr Gespür für logische Entscheidungen lässt mich hoffen. Ja? Da ist so ein ich arbeite gerade Boot da, was ich brauche. Wo ist denn jetzt unser Kommandoschiff hier? Da, gib mal her. Oh, ein Zeug da unten. Wie sieht es denn überhaupt aus mit unserer Glasproduktion? Gehen die beide auf 100%? Jawohl, die sind beide auf 100%. Sehr schön. Hab ich denn. Wie sieht es denn da aus mit dem. Wie heißt das Zeug? Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Ja, Kalkstein, okay. Was? Ach so, ihr habt keine Straßen. Ja, ist ja gut jetzt. Mann, Mann, Mann. Was brauche ich euch denn da für eine Straße hin? Hier. Wo ist denn die eine schöne da? Nee, wo ist sie denn? Ich blöde? Hallo? Da. Nehmen wir die. Ruhig bleiben, liebe Leute. Ruhig bleiben. Kommt ja, kommt ja, kommt ja. Kommt ja, kommt ja, kommt ja. So. Jetzt habt ihr alle, ne? Habt ihr alle? Habt ihr alle? Sehr schön. Ja, guck, die brauchen jetzt irgendwelche Nahrung hier. Funktionelles Essen brauchen die. Da müssen wir nachher mal gucken, wie das geht. So, du musst jetzt erstmal hier ein bisschen Stuff runterbringen. Ja, komm, machen wir mal hier 80. Und noch ein paar Bauzellen. So. Wir müssen viel bauen. Viel, viel bauen hier. Ja, hier ist unsere Weizenproduktion.
Ja, hier müssten wir auf der Insel müssen wir auf jeden Fall mal dieses, hier, die haben nämlich nur 85% haben die nur. Und die Kühe, na, die sind bei 100, denen ist das scheißegal. Den Kühen ist das scheißegal. Wie sieht's denn überhaupt aus? Hier im Lager, das füllt sich langsam wieder mit Tee. Ja, Pasta, wir haben viel Zeug hier, ne, aber zu wenig. Ne, wir haben auch viel Gemüse. Eigentlich könnte man einfach nur so eine Pasta Produktion. Neue Gebäude zum Bau bereit. Bauen. Hier Biodrink. Warte mal, da bauen wir hier noch so eine Nudelfabrik her. Zack. Weil die haben ja alles. Sollten alles haben. Nudeln und Warnung. Gemüse. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Boah, was ist denn jetzt los hier? Kriminalität? Was kann ich denn dagegen bauen? Kriminalität? Gibt's eine Polizei? Sehe ich jetzt nicht. Was mache ich denn dagegen jetzt? Doch, hier. Polizeistation. Aha. Ja, hier. Mach mal schnell hier. Schnell mal eine Polizeistation hier hinklatschen. Oh. Die habe ich jetzt nicht beachtet, ey. Scheiß drauf. Scheiß Dreck. Kacke. Die ist auch noch so unförmig wieder. Das gibt's doch nicht. Wie unförmig ist die denn, ey? Das machen die extra, ne? Dass alles scheiße aussieht. Scheiße, hat der Köter drauf, ey. Machen wir jetzt hier eine Polizeistation hin. Und hier. Energieversorgung mangelhaft. Ja. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Energie. Warte mal, Offshore. Diese Offshore. Insel ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Ökosysteme sind fast vollständig zerstört. Was ist? Ökosysteme. Was ist denn los mit euch? Hier. Macht er jetzt mal hier was dagegen? Nehmt die fest oder was? Ich glaube, es hakt. Mann. Naja, okay. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Bullerei hier. Das ganze Dorf muss ich immer wieder abreißen und neu bauen, weil das ist jetzt so. Ich weiß halt, wusste halt nicht, was man alles braucht, weißt du? Und jetzt ist das alles so kreuz und quer. Was will man machen, ne? Was ist denn jetzt hier mit der Bullerei? Machen die da was? Aha. Kriminalität eingedämmt. Gut. So. Hier musste ich mal gerade niesen. Entschuldigung. Jetzt müssen wir mal überlegen. Text. Ah, wir können die Werft schon bauen hier. Die U-Boot-Werft. Aha. U-Boot-Werft. Ja, die bauen wir aber hier hin. Hier. Was brauchen die? Was ist das denn jetzt da? Carbon? Öl? Muss unter Wasser errichtet werden. Wie soll ich das denn unter Wasser errichten, wenn ich... Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Ernsthaft jetzt? Architekt finden, wo? In Progross. Hier irgendwo? Pff, seht ihr da irgendwo hin? Da! Hab ihn! Muss ich ihn wohin bringen? Bringen Sie den Architekten. Der muss dann bei Items sein, oder was? Ja. So, zu Rufus Thorn. Wo ist denn der? Auf die, da unten. Bringen wir den da gerade mal hin. Ja, wie komme ich an U-Boote? Ohne Öl. Das ist hier die Frage. Muss ich einkaufen, oder was?
Warnung. Feuer entdeckt. Oh je. Da ist ja noch der Timer abgelaufen. Habe ich hier eine Feuerwehr? Ja, klar, hier, ey. Ach du Scheiße, ey. Das ist doch so eine Drecksscheiße hier alles. Mach mal aus da jetzt. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Ja, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier geht's drunter und drüber. Ich muss hier mal gucken, wie wir das dann alles regeln hier. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Brilli. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.